Du hast Knochen Bowser zu Staub zermahlen. Ach, was soll's. Du machst mir jedenfalls keine Angst. Du hast es ja nicht anders gewollt. Darf ich dir meinen letzten und ultimativen Gegner vorstellen? Ich selbst. Du möchtest also nach ganz oben? Na, das will ich sehen, Toad. Das wirst du sehen, Bowser. Bald bin ich da. So, der wahrscheinlich letzte Part des Story-Modus von Mario Party Island Tour. Willkommen zurück. Wir haben wieder die Wahl zwischen zwei Minispielen. Beide kenne ich, kann mich aber nicht wirklich entscheiden, welches ich nehmen soll. Ich entscheide mich aber für dieses hier. War das nicht sogar das allererste Minispiel, das wir überhaupt gespielt haben? Na gut, dann direkt loslegen. Wir wissen ja, wie es geht. Einfach den Bodenplatten da, oder Aufklappplatten, ausweichen. Das hört sich allerdings auch so einfach an, weil leider sieht man ja erst kurz vor Kollision, was man machen muss, was man nicht machen darf. Also springen durfte ich hier zum Beispiel schon mal nicht. Das war jetzt mein großer Fehler. Aber die Computer sind ja auch nur auf normal eingestellt. Früher oder später werde ich sie überholen. So, jetzt ist es der Fall. Na, jetzt wird es schwierig, weil jetzt muss man schon raten, wo darf man durchfahren, wo nicht. Ich glaube, jetzt muss ich springen. Ja, auf der rechten Seite. Wie bitte? Der überholt mich? Verdammt, wenn er jetzt nicht nochmal getroffen wird, dann gewinnt er den ganzen Quatsch. Scheiße! Ich muss mich irgendwie vor ihm stellen. Ah, jetzt, Mann, wann kommt denn das Ziel? Oh, wie ich das hasse. Ist jetzt mal Schluss endlich! Das ist total... Ja, ohne Schmarrn, man weiß einfach nicht, wann diese blöden Plattformen kommen, ne? Dieses Spiel ist wirklich krass. Aber genau deshalb finde ich es auch ganz gut. Weil es wirklich knackig ist. Da ist die Würze auf jeden Fall vorhanden. Naja, wir haben es ja geschafft, deswegen ist es nur halb so schlimm, dass man sich hier ein bisschen blamiert hat. Was heißt blamiert? Eigentlich, wie gesagt, man kann es ja nicht wissen, wie die sich ausbreiten, die Teile. Also das ist halt Schicksal. Wir kommen immer weiter hoch zu Bowser, Raum 27. Und er will nochmal mit der Willkür einen auf den Putz hauen. Was wird geschehen? Werden die Schergen stärker? Ab nach ganz oben, ja gerne. Na schön, du bist hiermit herzlich in die oberste Etage eingeladen. Oh, Moment mal, da stimmt was nicht. Würde ich dir das erlauben, könntest du ja gar nicht die Arbeit bewundern, die ich in meinen Turm gesteckt habe. Tut mir leid, netter Versuch, aber du wirst wohl wie alle anderen auch den Turm ohne Hilfe erklimmen müssen. Also bleiben wir wieder mal verschont. Ich glaube, das Einzige, was bei Bowsers Willkür passieren kann, ist, dass die Schergen stärker werden. Das ist nicht der Fall gewesen. Und wir haben jetzt Bowser Jr. vor uns. Das sind ja Bowser Jr.-Kopien. Du weißt, was du zu tun hast. Den haben wir noch nicht mal freigespielt als spielbaren Charakter. Wird aber jetzt dann wahrscheinlich der Fall sein. Beide Spiele kenne ich nicht. Krawall im Freifall interessiert mich aber mehr. Also nehme ich das. Das wird, denke ich mal, so ein Spiel wie in Mario Party 4 sein. Da muss man einfach sämtlichem Zeugs ausweichen. Schubse während des Falls deine Rivalen beiseite und versuche auf einem der Sprungblöcke zu landen. Oh, oder so, okay. Ja, da ist wohl ziemlich wenig Platz. Und man muss versuchen, die anderen da aus dem Rennen zu kicken. Das ist ja äußerst fies. Vor allem, weil ich schon verkackt habe. Boah, das Minispiel ist echt böse. Das ist ein Alles-oder-Nichts-Ding. Stellt euch vor, das würde ich mit Juli spielen. Eine Katastrophe, oder? Aber das freie Feld, das musste ja ausgerechnet bei mir sein. Können wir das nicht abbrechen hier? Nee. Ich muss jetzt warten, bis die sich geeinigt haben. Ach komm. Wir wollen das gerne nochmal probieren. Obwohl, ich werde dann eh das andere Spiel nehmen. Einfach um beide zu zeigen, das ist doch nicht euer Ernst. Habt ihr jetzt endlich mal verloren? Ey, ich hab hier nicht ewig Zeit, okay? Na, endlich. Boah, einige von euch hassen den Typen, der Ende sagt. Und ich kann das sowas von nachvollziehen. Ich kann ihn auch nicht ausstehen. Das ist so eine scheiß Stimme. Der Typ regt mich auf. Und das ist außerdem der gleiche Assi, der das auch in Mario, in Wii Party sagt. Aber gut, Wii Party und Mario Party Island Tour, das ist ja im Prinzip dasselbe, ne? Zumindest in weiten Teilen, vor allem beim ersten Brett. So, nerv mich nicht. Ich weiß, dass ich euch als Gegner habe. Das rechte Minispiel spielen wir diesmal. Gärtnerei des Grauens. Was muss man denn da tun?
Geh zu einer Blume, um sie zu gießen. Aber Vorsicht, unter den Blumen verstecken sich auch Piranha-Pflanzen. Also ein Glücksspiel, oder was? Sieht fast so aus. Ein Glücksspiel. Na, toll. Also, ich habe mich jetzt für eine Blume entschieden und muss natürlich hoffen, dass die keine Piranha-Pflanze beinhaltet. Ich habe eine schön blaue genommen, die einer Rose ähnelt. Hoffentlich bringt das mir Glück. War ja klar. Ende! Ja, aber komm, das ist doch mal richtig behindert, oder? Wenn das so ein dreckiges Glücksspiel ist. Gerade Glücksspiele, finde ich, haben in diesem Bowser-Turm eigentlich nichts verloren. Oder? Aber naja, hier kommt ja jedes Minispiel vor. Und man hat immer die Wahl zwischen zwei. Sollen wir das nochmal probieren? Ich würde sagen, ja, wenn es dann wieder nicht hinhaut, dann probiere ich vielleicht das andere Spiel nochmal aus. Es sieht sowieso danach aus, als würde ich jetzt hier ein wenig hängen bleiben. Das ist ziemlich schade, weil eigentlich wollte ich, wie gesagt, diesen Part hier als den letzten gestalten mit der Bewertung des Spiels, mit den Credits. Und wenn wir jetzt hier lange hängen, dann wird das sehr unwahrscheinlich sein. Also bitte Glück, hab doch mal ein bisschen Mitleid. Ich nehme jetzt mal die hier. Wie viele richtige Blumen gibt es denn überhaupt? Wahrscheinlich nur 2, 3. Yes! Ja klar, komm. Und die anderen haben auch eine, ne? Super, und jetzt gibt es nur noch eine richtige. Ich nehme die. Nur noch eine richtige und die anderen sind fake. Denke ich. Vielleicht auch zwei, wer weiß. Boah! Was ein Luck, ey. Aber wie gesagt, sowas finde ich natürlich beim Bowser-Turm echt daneben. Dann haben wir diese Runde ja noch relativ schnell hinter uns gebracht. Lasst uns schnell zum 28. Raum rennen. Wir haben Zeitdruck. Los geht's. Renn, 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 renn. Und Bowser, wir kommen immer näher. Bereite dich gut vor. Du Arsch. Gibt's hier wieder bessere Minispiele für mich? Sehen beide eigentlich ziemlich cool aus. Ich kenne sie aber beide nicht. Also, Toxbox, Trampelei. Da muss ich mich natürlich verstecken, das ist klar. Das sieht geil aus, das nehme ich mal. Ohne Eis, kein Preis. Wollen wir hoffen, dass es nicht mit dem Gyrosensor funktioniert. Doch. Schlittere so weit wie möglich, ohne in den Abgrund zu fallen. Und benutze die dreckige Bewegungssteuerung. Ja, ich hoffe sehr, dass die nicht so wackelig ist wie bei dem Fuzzy-Spiel. Sonst falle ich 20 Mal runter. Boah, scheiße. Und die Strecke sieht richtig übel aus. Ja, gut, los, 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 los. So, der ist nach oben halten, alles klar. Fühlt sich ganz in Ordnung an, muss ich sagen. Also bis jetzt schiebe ich es noch nicht auf die Bewegungssteuerung. Mal schauen, wie sie das in Kurven an. Ne, die funktioniert eigentlich ganz gut. Es ist nicht so wackelig. Macht ja sogar einigermaßen Spaß. Achso, man hat nur einen Versuch! Ich bin das Ganze jetzt ein bisschen chilliger angegangen. Oh gut, die anderen sind aber vorher runtergefallen. Weil ich dachte, okay, falle ich runter, dann werde ich resettet oder so. Aber ein Versuch, geil, cool. Das ist ein richtig gutes Skillspiel. Hätte ich mich auch gerne angestrengt, damit ich es dann bis zum Ziel geschafft hätte. Ja, das kann ruhig mal in einer Party mit Juli drankommen. Sehr, sehr gerne. Der letzte normale Raum. Das sind die Spiele. Sehen auch wieder beide ziemlich krass aus. Oh, das rechte kenne ich ja, ne? Da habe ich ziemlich gesackt. Ja, dann nehme ich mal lieber das linke. Spießrutenrempelei. Das sieht aber auch sehr eindeutig aus. Die anderen müssen sterben und man selbst nicht. Punkt. Ganz simpel erklärt. Und das werde ich doch wohl gegen normale Computer gewinnen. Oder etwa nicht? Hm? Los geht's! Zumal man ja immer sieht, welche Stachelpenisse rausgeschossen kommen. So, einer ist schon tot. Die werden natürlich versuchen, mich platt zu drücken oder gegen die Stacheln zu rammen.
Oh, und das hätte auch fast funktioniert, aber der Trottel ist dann selbst gegen die Stachel gesprungen und ist gestorben. Aber ich war schon sehr nah davor. Ziemlich krass. Gut. So ein ähnliches Spiel hatten wir auch in Mario Party 9, oder? Nur mit Steinen, glaube ich. Ja gut, aber das ist jetzt eigentlich kein Hate an Mario Party 9. Solche Spiele gibt es immer, egal bei welcher Party. Und es ist auch vollkommen okay, weil das natürlich actionreich ist und so. So, jetzt kommt der Bowser-Fight. Was hat der Gute drauf, hä? Selbst bei ihm ist es dunkel. Wir haben es beinahe geschafft, Toad. Zuvor musst du dich allerdings noch deinem stärksten Gegner stellen. Dum, 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 dum. Ah, da bist du ja. Na, wie gefällt dir mein schickes Luxus-Apartment? Ich werde die Partyinsel mit meinen Luftblasen-Kreationen überschwemmen. Und dir werde ich die Siegesserie vermasseln und obendrein noch eins auf die Nase geben. Zeit für ein Kämpfchen. Zeig, was du drauf hast, George. Du wusstest, dass dieser Moment kommen würde. Beweise Stärke und Geschick, um aus diesem Kampf siegreich hervorzugehen. Stärke und Geschick, hat er gesagt. Er hat nichts von Glück gesagt. Juhu! Trotzdem glaube ich, dass ich ein bisschen zacken werde. Bowser hat bestimmt einiges drauf. Wow. Bowsers Donnerwetter. Bewegen und springen, Kanone abfeuern, System bewegen. Nein, Bewegungssteuerung. Aber die hat ja zuletzt nicht enttäuscht, deswegen geben wir ihr eine Chance. Springe von unten an die vorbeifliegenden Blöcke, um Kanonenkugeln einzusammeln. Begib dich dann zur Kanone und schieße Bowser mit den Kugeln ab. Okay. Kanonenkugel holen, zur Kanone gehen und ihm eine reinhauen. Oh, das sieht jetzt sogar ziemlich geil aus. Also bisher ist das Spiel ja grafisch nicht so gut, aber ich finde die Wolken da ziemlich nice. Schaut ein bisschen 3D aus. Naja, leider nichts Spezielles. Also der 3D-Effekt ist in dem Spiel generell ziemlich schlecht, muss ich sagen. Es sieht eigentlich genauso aus wie ohne. Ziele auf Bowser. Bam, Treffer. Headshot. Headshot. Oder nee, das war nur der Arm. Ah, aber es ist so schlecht kalibriert, diese dreckige Bewegungssteuerung. Also ich habe gerade nach links gedreht und fast nichts ist passiert. Aber es ist noch alles in Ordnung. Ich habe ihm massig Schaden gemacht. Hier kriege ich eine Kanonenkugel. Jetzt wird er natürlich versuchen, mich anzugreifen. Aber wenn das alles ist, was er drauf hat, dann sehe ich eigentlich kein großes Problem. Ich habe eine Menge Kugeln. Lasst mich doch mal wieder schießen. Achso, ich muss es erst wieder ganz auffüllen. Sprich, jetzt, oder? Oder? Hallo? Ja. Die nächste Kanone. Bringen wir ihn in den roten Bereich. Oh, leider. Jetzt zackt die Bewegungssteuerung richtig. Wie kann ich das neu kalibrieren? Okay, mit dem Steuerkreuz nach unten. Aber es ging gerade echt gar nichts. Aber dem letzten Spiel viel besser. Ja, also ich würde auch an eurer Stelle auf jeden Fall immer mal wieder auf Steuerkreuz unten drücken, um das neu zu kalibrieren. Fuck. Ja, jetzt habe ich keine Dinger mehr. Ja, also der Final Bosskampf ist ein Shooter, alles klar. Das passt natürlich zur Zielgruppe. Aber hätte es denn mit Bewegungssteuerung sein müssen? Ich würde sagen, nein. Man macht's trotzdem. Nun gut, dann müssen wir es eben irgendwie schaffen. Ah, verflucht. Jetzt habe ich mich erwischen lassen, aber ich habe ja noch einige Leben. So, meine Kanone... Wow, meine Kanone ist voll. Jetzt möchte ich gerne wieder ballern, bevor ich zu viele Leben verliere. Ich drück ein paar Mal auf Steuerkreuz unten. Komm, bitte funktionier, bitte funktionier. Wir müssen ihn besiegen jetzt. Ich bin aber auch zu schlecht gerade. Aber richtig schlecht. Ey, nur ein Treffer, ernsthaft? Man muss da natürlich schon vorausschauend schießen. Das habe ich auch versucht, aber nicht gut genug. Sprich, genau auf ihn drauf zu zielen, ist der falsche Weg. Ja, jetzt muss ich defensiver spielen, damit ich nicht noch Leben verliere. Aber er wird besser und besser. Seine Feuerflammen werden stärker und stärker. Crap. So, jetzt komm. Also jetzt muss ich richtig abgehen. Was geht jetzt ab? Was ist das? Was ist das hier? Stampfattacke macht da jetzt auch noch. Okay.
Also eigentlich ist der Bosskampf nicht so schwer, aber ich bin natürlich nicht gut. Genau so muss man es machen. Schön verzögert. Es sagt sich so leicht, wenn das Ding nicht wirklich reagiert. Ja, das war jetzt nicht schlecht. Noch ein, zwei Treffer, dann ist er besiegt. Schaffen wir schon. Oh, Hilfe! Gib mir bessere Blöcke. Ach, die bewegen sich jetzt sogar. Also ich meine damit, dass sie die Zahlen wechseln. Die Zahlen bewegen sich. Die Blöcke haben sich schon immer bewegt. Eins, zwei... Haben sie es eigentlich schon die ganze Zeit getan? Ich habe das nie gemerkt. Ich habe einfach draufgehauen. Jetzt kommt er wieder mit seiner Stampfattacke. Wie viele Kanonenkugeln brauche ich denn noch? Ich habe doch alle, oder? Ja. Es passen immer sechs rein. Jetzt werde ich ihn doch wohl treffen. Und dann töten. Steilkreuz unten. Bam. Einer noch. Down. Okay, also nicht gerade mit Ruhm bekleckert, aber die Steuerung ist auch wirklich mies. Muss man so klar sagen. Die letzten zwei Gyrosensor-Spiele waren in Ordnung, aber hier hat es wieder echt richtig gesagt. Der Hintergrund ist aber wirklich toll. Den lobe ich. Finde ich super schön mit den Blitzen, dieses Lila, das dunkle Lila und die coolen Wolken. Nice. Bist down. Jetzt in freier Wahl verfügbar. Ab sofort kannst du das Boss-Level nochmal spielen. Und ich hätte ganz gerne den Charakter Bowser Jr. und das letzte Spielbrett. Ich kann es kaum glauben, Toad. Du hast es geschafft. Du hast Bowser tatsächlich bezwungen. Yo. Wenn mich nicht alles täuscht, hat Bowser die Luftblasen auf dem Dach seines Turms hergestellt. Zeit, die Sache zu beenden. Schlag die Maschine kaputt. Oder wir machen einfach eine Bombe aus Seifenblasen und dann... Hey, siehst du diese Maschine dort? Mit ihr wurden die Luftblasen erschaffen. Lass sie uns groß und klein schlagen. Oh nee, kommt da jetzt nochmal ein letztes Spiel oder wie? Oh nein, hier wimmelt es nur so von Assis. Ja, klar. Ja, ist logisch. Hat er keine Angst, dass wenn er deine Stampfattacke macht, dass das Ding kaputt geht und er mit explodiert oder runterfällt? Anscheinend nicht. Lol. Naja, wir haben es geschafft. Kommt doch kein letztes Spiel mehr. Glückwunsch! Oh yeah. Oder? Freut euch nur nicht so früh. Ernsthaft jetzt, oder was? Ich habe diese billige Kopie von mir schon vor Jahrzehnten angefertigt. Das staunst du. Nimm das. Ernsthaft? Der Bowser, gegen den wir gekämpft haben, das war nicht der echte? Mach dir bloß keine Illusionen. Mich wirst du so schnell nicht los. Ich warte hier oben. Zieh dich schon mal warm an. Dein Besuch in Bowsers Turm ist noch nicht zu Ende. Wir sehen uns wieder. Was? Zum Henker? Muss ich das jetzt nochmal machen, oder was? Luftblase freigeschaltet. Bowsers Turmturnier Turner. Und Charakter freigeschaltet. Bowser Junior. Seine Luftblase, aber nicht das Spielbrett, oder was? Was ist denn hier los? Wieso nicht? Ich glaube, ich muss das jetzt ernsthaft nochmal machen. Ah, nee, doch nee. Es ist verfügbar. Okay, cool. Bowsers verrückter Feuerberg. Das spielen wir dann mit Juli zusammen, wenn es geht. Oder brauche ich da auch drei menschliche Spieler? Nein, das geht. Okay. Nur dieses Brett können wir nicht zeigen. Da braucht man 3 bis 4 menschliche Personen. Okay. Ich denke nicht, dass man noch irgendwas bekommt bei Bowsers Turm-Turnier. Ich glaube, dass das jetzt einfach nur so war, dass man das halt immer wieder spielen kann. Aber trotzdem ist die Endsequenz sehr verwirrend, finde ich. Gut, dann kommt jetzt meine Bewertung zu dem Spiel. Weil das letzte Spielbrett wird dann nicht mehr arg viel ändern. Ich kaufe mir dazu schnell die Credits und lasse sie durchlaufen. Moment. Luftblasenbude. Wo auch immer man das kaufen kann.
Andenken. Hier gibt's halt eine Menge Zeugs, so was es immer gibt bei Mario Party. Irgendwelche Trophäen und sowas. Die Credits kosten 5000 Mario Party Punkte, alles klar, kaufe ich mir. Jetzt kann man sie sich in der Galerie reinziehen. Das machen wir doch direkt. Andenken. Wo bist du? Da bist du. Ansehen. Okay, Freunde. Also, wie ich vorhin schon sagte, die Grafik ist wirklich nicht die beste. Da gibt es bessere Spiele für den 3DS. Es wirkt schon sehr pixelig. Es ist zwar nicht schlimm, aber wollte ich nur mal gesagt haben, dass es was Besseres gibt. Auch habe ich schon über den 3D-Effekt gesprochen. Den finde ich ziemlich schlecht. Also ich merke sehr, sehr selten einen Unterschied, ob ich ihn an- oder ausmache. Und ich würde ihn einfach bei dem Spiel generell ausmachen, weil es manchmal halt behindert. Weil für den 3D-Effekt muss man ja gerade auf den 3DS gucken und manchmal bei den Minispielen musst du dich halt anders bewegen. Oder gerade bei denen mit Motion-Steuerung ist 3D-Effekt eigentlich die Hölle. Deshalb lasst es gleich bleiben. Der Sound, muss ich sagen, es gibt keinen Track, der mich irgendwie gefangen hat, außer der im Menü. Also den wir gerade gehört haben. Aber auf den Brettern eigentlich nada, gar nichts. Da war nichts irgendwie super toll. Es war alles so mittelmäßig, bestenfalls. Gameplay und Steuerung. Also, ja, Steuerung. Es gibt Motion-Steuerung, das wisst ihr ja. Die funktioniert manchmal, manchmal auch nicht. Also, wie immer. Generell ist das Gameplay aber in Ordnung. Also, da gibt es keine größeren Probleme. Was die Bretter betrifft, nun ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das keine Mario Party ist. Ihr kennt mich. Das ist eigentlich auch die generelle Meinung. Es ist keine Mario Party, genauso wenig wie Mario Party 9 eine Mario Party ist. Es ist alles was ganz anderes, das halt Mario Party drüber geschrieben hat. Nur bei diesem Spiel finde ich es fast noch ein bisschen schlimmer, weil es einfach sehr, sehr viel von Wii Party übernommen hat. Gerade beim ersten Brett, das war eigentlich eine 1:1 Kopie. Und ja, der Rest... Gut. Man hat natürlich Innovation reingebracht, indem man gesagt hat, wir machen jedes Brett speziell. Aber nicht jedes fand ich gut. Das erste fand ich ziemlich schlecht. Das zweite, sehr kurz, aber geil. Das waren das dritte, die Sternsafari. Ja, die waren auch, war auch in Ordnung. Dann kam dieses mit dem Booster. Das war schon eher, naja, so eine Note 4 in etwa, ausreichend. Das mit dem Carmack war vollkommen daneben. Ja, und die letzten zwei weiß ich noch nicht. Also groß begeistert bin ich nicht und die Spielbretter sind natürlich sehr, sehr wichtig, ne? Also da fand ich fast schon die von Mario Party 9 besser. Auch fehlen mir Bosskämpfe. Die gab es jetzt nur in Bowsers Turm und seien wir mal ehrlich, die Bosskämpfe waren auch jetzt nicht die besten. Vielleicht zwei, drei waren gut, der Rest war lame und auch nicht schwierig. Der Story-Modus, also Bowsers Turm, war generell ziemlicher Witz. Da gab es wirklich bessere Story-Modi. In den Mario Partys, zum Beispiel Mario Party 4, Mario Party DS, selbst der von Mario Party 9 war besser. Also auch da finde ich jetzt nicht wirklich viel Lob. Im Multiplayer, da gibt es dann aber auch wirklich nur Lob. Also, dass man nur eine Karte braucht, um mit bis zu 4 Leuten spielen zu können, das ist absolut sozial. Das Spiel ist zwar generell nicht teuer, aber dass es dann nicht jeder kaufen muss, ist sehr, sehr nett von den Entwicklern. Multiplayer macht auch Spaß, obwohl sehr viel vom Glück abhängt, leider. Aber das ist trotzdem sehr, sehr nett. Eine Langzeitmotivation existiert überhaupt nicht für dieses Spiel. Es ist sehr, sehr kurzweilig. Gerade weil auch die Bretter sehr kurz sind. Das ist auch ein negativer Punkt für mich, weil Mario Party soll einfach lange dauern. Und viele, viele Bretter sind nach 15, 20 Minuten schon um. Und das ist doch keine Mario Party, seien wir mal ehrlich. Erstmal wollte ich dem Spiel nur 5 Punkte geben. 5 von 10. Damit wäre es schlechter als der Metascore. Also die bekannten Kritiker geben 57 von 100 Punkten. Dann habe ich aber erhöht auf 5,5, weil ich mir schon denke, dass die Minispiele, und die sind ja das Herz des Spiels, schon ziemlich gut sind. Also ich habe noch nicht alle gespielt, aber es gibt echt nur eine Handvoll, wo ich sagen würde, die sind richtig scheiße. Die anderen sind aber echt qualitativ hochwertig und machen Spaß. Egal ob alleine oder
mit menschlichen Spielern. Und das ist natürlich wirklich das Wichtigste. Deswegen habe ich auf 5,5 erhöht. Dann habe ich mir aber nochmal Gedanken gemacht und gebe noch einen kleinen Bonus. Schließlich ist es ja ein Handheld-Spiel. Ja? Und bei einem Handheld-Spiel kann man eigentlich nie so viel erwarten wie bei einem Konsolenspiel. Mario Party 9 war auch schon schlecht und hat von mir 6 von 10 Punkten bekommen. Da es sich hier um ein Handheld-Game handelt, bei dem man sich zumindest teilweise Gedanken gemacht hat. Man hat einiges übernommen, aber auch versucht, Neues reinzubringen. Lasse ich mich wirklich sehr, sehr großzügig zu einer 6 von 10 hinreißen. Und würde noch dazu sagen, wenn ihr Freunde habt, die einen 3DS besitzen, dieses Spiel aber nicht kaufen wollen und ihr selbst schon, dann holt es euch, wenn es billiger ist. Also, oder es ist euch egal, wie viel es kostet. Aktuell ist es, glaube ich, für 35 Euro erhältlich. Aber wenn ihr das irgendwann so ein paar Monaten für 20 Euro seht, dann würde ich es mir holen und mit den Freunden spielen, weil kurzweilig, so eine halbe Stunde ungefähr, kann man das schon mal zocken. Länger wird es dann wahrscheinlich eher weniger Spaß machen. Gut, das war dann fast das Let's Play zu Mario Party Island Tour. Wie gesagt, das letzte Brett kommt noch demnächst. Mit Juli und dann bis dann. Tschüss.